Tada, ihr Lieben, das ist jetzt der Baum. Er ist noch nicht ganz fertig, ich muss den noch zu Ende malen. Aber so sieht er jetzt aus. Es sind 3 Tage, glaube ich, jetzt vergangen. In der Zeit habe ich das alles gemacht. Da kommen noch ein paar mehr Blätter ran, weil so sieht er ein bisschen langweilig aus. Ich weiß immer noch nicht, ob ich die Uhr hier hängen lassen soll. Ihr könnt es mir ja mal sagen, weil ich finde es irgendwie schön, dass die Uhr so einen schönen Hintergrund hat. Aber so sieht er aus. Ich brauche noch mehr Seidenpapier, weil ich habe nur noch ganz wenig Seidenpapier. Und das werde ich mir heute holen. Wenn ihr wollt, drehe ich dann am Sonntag auch ein Haul, weil ich bin übers Wochenende nicht zu Hause. Ich bin bei einer Freundin. Ja, das ist halt mein Baum bis jetzt. Also da kommen noch mehr Blätter ran und Blüten. Und ja, es sieht sehr, sehr schön aus. Also ich zeig euch mal, was ich für Blüten jetzt alle gemacht habe. Also ich habe große Blüten, die nur aus 3 Teilen bestehen und nicht aus 4 Teilen. Da ist noch eine dunkle. Dann habe ich ganz kleine. Dann habe ich mittlere. Ja. Und ja, das ist jetzt mein Baum und ich bin sehr, sehr stolz. Und ja, die Blätter sind auch sehr schön geworden. Und ja, ganz am Anfang mit den Blättern, die ich gemacht habe, konnte ich nur diesen einen Ast hier gestalten. Und ja, dann habe ich noch ein paar Blätter gemacht, aber dann war zu wenig da. Und dann, ja, so sieht es jetzt halt aus. Und ich sag dir mal, auf Wiedersehen. Ich bin auch ein bisschen müde. Wir haben zwar schon Tag, wie ihr sehen könnt, seht ihr ja auch auf die Uhr. Okay, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.